Aha, ich bin's wieder, euer Micha. Und ich darf wieder mit euch zu Hause kochen. Und ich habe ja neben den Blitzgerichten mir auch einige Gerichte ausgedacht, die natürlich ein bisschen länger dauern, die auch ganz gut für eure Familie zu kochen ist, beziehungsweise auch für Freunde, je nachdem, was ihr vorhabt. Hoffentlich können wir auch bald wieder uns mit Freunden treffen. Ja, und heute machen wir mal ein vegetarisches Gericht, welches wir auch hier in der Jugendherberge Oldenburg auch schon präsentiert haben. Es passt noch ganz gut in die Jahreszeit, von September bis März ungefähr. Und ist in der Zusammensetzung etwas ungewöhnlich. Wir machen heute nämlich einen gebackenen Kürbis auf marinierten Rotkohl und Feta-Schafskäse. Dafür habe ich die Zutaten hier schon mal aufgebaut. Hier habe ich einen Hokkaido-Kürbis. Den kann man ganz gut mit Schale verwenden. Ein paar Kürbiskerne, die nach später oben drauf kommen. Diverse Gewürze. Dann habe ich hier für den Rotkohl, den marinieren wir mit einer Marmelade. Die ist auch selbst gekocht in der Jugendherberge Oldenburg. Wir kochen die fürs Frühstück hier auch selber. Ein bisschen Zucker, Salz und Apfelessig. Damit werden wir das Ganze abschmecken. Wie ihr vielleicht seht, habe ich hier wieder ein paar schöne Gewürze aus dem orientalischen Bereich. Ihr werdet bestimmt merken im Laufe dieser Serie, dass ich gerne mit diesen Gewürzen arbeite, weil die natürlich auch gerade im vegetarischen Bereich einen unheimlich guten Geschmack geben und den gewissen Wumms auch, den man braucht, damit das Gericht nicht zu langweilig wirkt. Ja, aber dann fangen wir am besten aber auch schon mal mit dem Rotkohl an, weil der sollte auch so ein bisschen vor sich hin marinieren. Am besten, wenn ihr euch das anschaut, das Video, und das nachkochen wollt, könnt ihr gerne das auch schon am frühen Morgen machen oder am Tag zuvor. Dann kann der nämlich auch ganz gut für sich marinieren. Hierzu werden wir den ersten Mal quasi vierteln. Ich würde euch raten, auch ein Sägemesser dafür zu nutzen, weil dann rutscht ihr nicht so leicht ab. Lasst den Strung ruhig dran, weil damit könnt ihr dann das Ganze auch zusammenhalten. So, ich habe hier einen wunderbaren Hobel. Den hat meine Mutter mir vermacht. Die arbeitet gerne damit und sie hat immer geschimpft, als ich den noch nicht hatte, mit was sie denn eigentlich arbeiten soll. Jetzt hat sie mir einen geschenkt, dann hat sie immer einen da, wenn sie mal bei mir zu Hause ist. Leider momentan auch nicht möglich, aber hoffentlich bald wieder. Könnt ihr das dann fast bis auf den Strung, könnt ihr das quasi runterhobeln. Zwischendurch werden so Blätter abfallen, die kann man auf Seite packen, eventuell später noch mit der Hand schneiden. Am besten auch die dünnste Stelle benutzen beim Hobel. Umso dünner, umso besser lässt sich der Rotkohl auch dann marinieren, zieht besser durch. Aber er darf natürlich auch beim Gericht den gewissen Knack behalten, weil das ist nämlich der Clou an der ganzen Sache, weil der Kürbis nachher schon auch dann weich sein wird und somit haben wir ein bisschen auch ein Biss drin. So, nun habe ich alles gehobelt. Wer natürlich eine Küchenmaschine zu Hause hat, der ist nämlich auch natürlich glücklich, weil das hat es hier auch ganz schön Muckis gegeben. Ich habe vergessen, Handschuhe anzuziehen, muss ich gerade feststellen, das werde ich aber jetzt tun. Das ist aber natürlich ein gewisses Berufsrisiko. Habe ab und zu mal so gerne gefärbte Hände. Macht aber nichts. Das wird sich im Laufe des Tages auch wieder rauswaschen. Jetzt werden wir aber den marinierten Rotkohl erstmal einmarinieren. Das heißt, ich werde dafür schon mal Salz nehmen. Salz ungefähr auf die Menge machen wir 3 Teelöffel. Ganz wichtig bei Rotkohl ist auch, dass man Essig hinzufügt, damit die Farbe sich auch hält. Da gibt es einen chemischen Prozess, den ich leider so nicht nennen kann. Aber auf alle Fälle bewirkt das Säure, dass die Farbe, man sieht es auch gleich jetzt hier, verändert sich die Farbe. Das war jetzt ungefähr so 100 Milliliter. Das Ganze werde ich jetzt erstmal gut untermischen und schon mal ein bisschen vorkneten. Das Salz bewirkt auch, dass es Wasser zieht. Wenn man will, kann man das auch jetzt eine halbe Stunde stehen lassen, ist aber nicht vonnöten. Das geht auch so, indem man das einfach ein bisschen durchknetet. So. Der gewisse Kick ist hier dann auch, dass wir hier die Marmelade dazugeben. Es kann eine Himbeer sein, eine Erdbeermarmelade. Hier habe ich eine Beerenmarmelade. Das waren jetzt ungefähr 200 Gramm. So, trotzdem noch eine Prise Zucker mit rein dazu. Durch die Säure brauchen wir ein bisschen Süße, das war so ein halber Esslöffel. Ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Das Ganze jetzt gleich nochmal durchkneten.
ich das getan habe, kommt jetzt noch etwas Öl dran. Ungefähr noch mal so auch 100 Milliliter, so viel wie auch Essig drin war. Das Ganze kann dann eine Weile vor sich hinziehen, marinieren, zwischendurch oder kurz vorm Anrichten vielleicht noch mal nachschmecken, gegebenenfalls nachwürzen. Aber ich denke mal, das sollte soweit passen. Das soll eine schöne süße Säurekomponente in dem ganzen Salat sein. So, weiter geht's mit unserem Gericht und der Rotkohl ist ja fertig, der mariniert vor sich hin, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt geht's dann auch gleich wieder zur Hauptkomponente und zwar den Kürbis. Ich habe hier einen schönen Hokkaido-Kürbis, wie gesagt, da kann man dann auch gut die Schale benutzen. Auch hier empfehle ich wieder ein Sägemesser zu nehmen, um einfach hier besser durchzukommen und damit er euch nicht wegrutscht. Ich würde den auch einfach vierteln als erstes. Ruhig auch diese etwas dickeren Strung, beziehungsweise Blüten und Ansatz, Stielansatz würde ich wegschneiden. Das macht sich nicht so schön. Mit Hilfe eines Löffels die Kerne auskratzen. Ich glaube, die Kürbiskenner, die jedes Jahr viel Kürbis verarbeiten, die würden sogar aus den Kernen was machen. Da kann man die nämlich abspülen und könnte die sogar im Ofen trocknen. Und dann kann man sie als kleinen Abendsnack, bevor man Chips vom Fernseher isst, kann man auch, gibt nur viel Sauerei am Boden, weil es natürlich immer irgendwo hinsplittert. Aber so, machen wir den zweiten noch. So, nun werden wir den ganzen Kürbis einfach in grobe Würfel schneiden, wie ihr wollt. Am besten so 2 auf 2 cm, solche Stücke. Wenn sie groß werden, noch mal halbieren. Wie ihr seht, mit dem Sägemesser geht es viel einfacher, weil gleich das Messer gleich in das Fruchtfleisch greift und somit das wesentlich einfacher schneiden lässt und das Messer auch nicht wegrutschen kann. Auszubildend lerne ich immer, dass sie eine Schüssel nehmen sollen, die groß genug ist. Wie ihr seht, ist die, glaube ich, zwar passend, aber ich kann das nicht mehr umrühren. Deswegen gehe ich ganz kurz in die Küche und hole mir eine größere Schüssel. So, nach langem Suchen habe ich eine passende gefunden. Sieht ja schon besser aus hier. So, jetzt wird das Ganze gewürzt, wie vorhin schon angekündigt, mit etwas orientalischen Gewürzen. Hier habe ich wieder den Kreuzkümmel, davon nehme ich gern 2 Teelöffel. Dann habe ich hier Ras El Anut, das ist die orientalische Gewürzmischung. Quasi das Curry unter den indischen Gewürzmischungen, kann man auch fast sagen. Davon nehme ich 3 Teelöffel, darf ruhig kräftig schmecken. Dann nehme ich hier nochmal 1 Teelöffel Salz. Um das Ganze ein bisschen abzurunden vom Geschmack. Wir verwenden bei den Jungterbergen gekörnte Brühe in Bio-Qualität auch immer nur. Hier gebe ich noch 1 Teelöffel dazu, nur um das Ganze ein bisschen abzurunden. Das Ganze schüttel das durch, damit die Gewürze sich schön vermischen. Ein bisschen drunter kommen. So. Wie man sieht, dass das soweit geschehen ist, nimmt man hier nochmal ungefähr so immer grob 3 Esslöffel. Hier so ein bisschen leicht anmarinieren mit Öl. Ebenfalls nochmal durchmischen. So, bevor es in den Ofen kommt, habe ich hier natürlich vorher auch eingeschaltet, auch ungefähr so 210 Grad. Je nachdem, was ihr habt, Ober-Unterhitze oder Umluft, kann ein bisschen weniger sein. Habe mir auch schon ein Backblech vorbereitet. Ich mache das gerne, auch um später vielleicht nicht ganz so viel Kraft aufwenden zu müssen beim Spülen. Und habe ich ein bisschen Backpapier rein, das Ganze schön gleichmäßig hier rein verteilen, schön hier rein gleichmäßig, dass da so wenig wie möglich aufeinander liegt, damit das auch gleichmäßig gart. So, und somit kommt das jetzt dann auch gleich in den Ofen. Nun geht's ab in den Ofen bei ca. 210 Grad. Ich schätze mal so circa 10 bis 15 Minuten. Kommt immer darauf an, wie dick ihr den Kürbis geschnitten habt. Da muss man auch ein bisschen Auge drauf haben.
So, um dann noch später ein bisschen Knack zu haben in dem ganzen Gericht, habe ich auch noch ein paar Kürbiskerne. Die würde ich aber gerne vorher rösten, weil Kerne, Nüsse geröstet einfach wesentlich besser ihr Aroma entfalten. Einfach auf ein Backblech mit drauf und dann schiebe ich das einfach fast zeitgleich. Es braucht auch ungefähr 10 Minuten, denke ich mal, bis sie auch ihre schön gold-gelb-braun geröstet sind. So, die Kürbiskerne habe ich schon rausgeholt, die waren doch schon ein bisschen früher fertig. Die stehen schon parat. Jetzt checkt man noch mal ganz kurz den Kürbis an sich. Man sollte schon auch reinstechen. Nein, ist noch ein bisschen zu fest. Ich glaube, das braucht noch so seine 4-5 Minuten. Also noch mal ab und zurück in den Ofen. Aber es riecht schon voll lecker. So, noch mal 5 Minuten später gucken wir noch mal rein in den Ofen. So, wie es aussieht. Ja, das sieht gut aus. Der Kürbis wird weich. Sollte auch nicht zu weich sein, aber so ist das gut. Packen wir ihn jetzt raus und packen uns ihn schon mal hier hin parat. So. So, jetzt werden wir auch das Gericht gleich anrichten. Ich mache das heute nicht als einzelnes Tellergericht, sondern ich werde das wirklich wie zu Hause einfach auch, dass man es schön mit in die Mitte des Tisches stellen kann, werde ich schon mal einen Teil davon. Wie ihr seht, von der Menge her reicht das mindestens für 8 bis 10 Personen. Dazu nimmt man den Rotkohlsalat, am besten nicht direkt aus dem Kühlschrank, sondern ruhig ein bisschen draußen stehen lassen, dass der auf Temperatur ist und nicht eiskalt ist. Den einfach schön gleichmäßig jetzt hier unten drunter verteilen. Dann nehmen wir von dem warmen Kürbis einfach direkt oben drauf. Ihr seht schon jetzt, es gibt ein wirklich super schönes Farbbild auch. Also es ist nicht nur für den Gaumen eine Freude, sondern auch für die Augen. Ich finde, auf dem Tisch regt das schon die Geschmackssinne an und ist einfach lecker. Dann habe ich hier einen Schafskäse. Für die Menge nehme ich erstmal eine Scheibe, das sind ungefähr 150 Gramm. Gar nicht groß in Würfel schneiden, sondern einfach schön hier oben drüber grob oben drüber bröseln, dass die Stücke so auf dem warmen Kürbis noch liegen. Das ist auch so eine Kombination aus kalt-warmen Essen. Einfach wunderbar. So, hier haben wir auch noch die Kürbiskerne, die schön geröstet sind. Kann man auch gleichmäßig hier verteilen. So. Knacken sogar noch ein bisschen, wenn ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich glaube schon. So. Und dann noch ein bisschen Petersilie. Einfach das Messer. Einfach grob ein bisschen Petersilie schneiden. Viele machen den Strung weg, braucht man gar nicht. Ich finde auch in dem Strung ist schön viel Geschmack drin. Einfach grob ein bisschen runter schneiden. Zack. Oben drauf. Und lecker ist es. Wer nicht Vegetarier in der Familie hat und gerne irgendwas anderes zu essen möchte, ich glaube auch Frikadellen passen ganz gut dazu oder auch andere vegetarische Bratlinge oder Milcheiweißprodukte, die es auch gibt, lassen sich auch gut dazu kombinieren. Aber ansonsten ist das so auch ein einständiges Gericht. Und falls ihr natürlich auch Veganer in der Familie habt, die jetzt nicht auf Milchprodukte stehen und sich nicht essen wollen, kann man natürlich den Feta-Käse einfach weglassen und einfach auch so dazu essen. Und vielleicht, wenn ihr euch erinnert, habe ich ja so eine vegane Orangensoße gemacht, könnte man als Dip auch noch dazu reichen. Ich glaube, es wird euch schmecken, wenn es meine Frau sehen wird. Sie sagt bestimmt, kocht das bitte mal zu Hause nach, weil sie steht nämlich auf Kürbis. Und somit wünsche ich euch allen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Dankeschön.